So, Oren, herzlich willkommen hier im VIP-Zelt zur Pressekonferenz nach dem heutigen Regionalligaspiel zwischen dem 1. FC Düren und dem Wuppertaler SV. Bevor ich das Wort an die Trainer gebe, nochmal kurz der Hinweis. Insgesamt haben 804 Zuschauer diese Partie verfolgt. Und die Endergebnisse der Regionalliga lauten heute wie folgt. Strahlen unterliegt Fortuna Köln 0:1. Düsseldorf 2 verliert gegen Preußen Münster 1:6. 1. FC Düren Wuppertaler SV, wie gesehen, 0:2. Rot-Weiß Oberhausen gegen unseren nächsten Gegner Rot-Weiß Aalen 2:3. FCK Marienborn schlägt Wattenscheid 09 2:1. Schalke 04 und Wiedenbrück trennen sich 1:1. Rödinghausen unterliegt überraschend dem 1. FC Bocholt 0:1 und Alemannia Aachen schlägt durch ein Last-Minute-Tor den SV Lippstadt mit 1:0. Morgen noch die Partie 1. FC Köln 2 gegen Borussia Mönchengladbach 2. Ja, Ehre, wem Ehre gebührt. Erstmal herzlichen Glückwunsch an das Team des Wuppertaler SV und an den Trainer Hulsifee Dogan. Das erste Wort nach diesem Spielkommentar gehört natürlich dir. Ja, hallo, schönen Tag zusammen. Vielen Dank. Zuallererst möchte ich den Carsten viel Erfolg für die nächsten Aufgaben wünschen. Und ja, für Düren stand natürlich heute viel auf dem Spiel, Trainerwechsel. Die Mannschaft war entsprechend hochmotiviert und das war uns bewusst. Wir haben einen aggressiven Gegner erwartet. Na, ich würde sagen, gar nichts zugelassen. Von dem her fand ich, in der zweiten Halbzeit muss man das ein oder andere Konter besser ausspielen. Somit haben wir weniger Kopfschmerzen noch. Aber nichtsdestotrotz, ich bin ja, stolz auf die Mannschaft, wie die heute aufgetreten ist, wie kompakt die gespielt hat, wie aggressiv gegen den Ball gearbeitet hat. Also war schon eine sehr, sehr gute Leistung. Dementsprechend bin ich ja, sehr, sehr zufrieden. Vielen Dank. Dankeschön. Gibt es Fragen an den Trainer des Wuppertaler SV? Das scheint nicht der Fall zu sein. Kurz zur Info, wird dich freuen, der Wuppertaler SV ist durch den Sieg mit 22 Punkten jetzt auf den 4. Platz in der Tabelle vorgerückt. Ja, Carsten, erstes Spiel für dich nach einer turbulenten Woche, so muss man sagen. Am Mittwoch ist Pepe Brunetto freigestellt worden. Jetzt du als Interimscoach zum ersten Mal in der Verantwortung. Wie hast du das Spiel aus deiner Sicht gesehen? Dankeschön. Erstmal hallo in die Runde und Glückwunsch an den Wuppertaler SV. Ich glaube, dass der Sieg schlussendlich unterm Strich schon in Ordnung geht. Die erste Halbzeit läuft für uns dennoch maximal unglücklich. Ich glaube, dass wir ganz gut ins Spiel kommen, haben die ersten zwei Situationen nach Standards, wo wir zu guten Kopfballgelegenheiten kommen. Ein bisschen typisch in so einer Phase ist dann, ich glaube, es ist der erste Angriff, der dann auch wirklich drin ist. Auch danach haben wir Möglichkeiten, wieder zurück in die Partie zu kommen. Arisima Basic trifft den Pfosten. Und kurz vor der Pause ist dann der Ball abgefälscht wieder drin, sodass wir da zwei Gegentore eingestellt und erfahrene Mannschaft einfach beim Gegner auch auf dem Platz steht, die dann in der Lage ist, so ein Halbzeitergebnis auch gut durchzuspielen. Wir haben, glaube ich, eine sehr gute Szene, um wieder reinzukommen, als Maiko Buso allein auf den Torwart geht. Ansonsten ist es dann bei Halbchancen geblieben, wo uns ein bisschen die Durchschlagskraft gefehlt hat, da dann in noch klarere Abschlüsse zu kommen. Und hinten raus wird es dann wild, weil die Mannschaft alles versucht, noch irgendwie den Anschluss zu erzielen, um ins Spiel zu kommen. Da hat Wuppertal dann sicherlich auch die Chancen, frühzeitiger schon den Deckel komplett drauf zu machen. So geht es schlussendlich trotz, denke ich, einer schon engagierten Leistung unserer Mannschaft am Ende in Ordnung, weil Wuppertal das sehr routiniert und abgezockt und auch effektiv in der ersten Halbzeit gespielt hat.